Guten Morgen, liebe Freunde. An diesem wundervollen Sonntag möchte ich ein bisschen im Neta springen gehen und dabei natürlich finden. Finden ist natürlich in dem Zusammenhang das Stichwort, denn ich möchte auch ein paar Werkzeuge von mir aufwerten. Bin mal gespannt, ob das heute funktioniert, ob ich heute alle Werkzeuge durchbekomme, die ich noch so aufwerten möchte, oder ob wir noch weiter suchen müssen. Gut, ja, ich hoffe, ihr habt wohl geruht und seid jetzt fit hier für den Stream. Wir werden sehen. Ja. Okay, auf geht's auf jeden Fall. Einmal in Game. Wenn die Kameraposition so ein bisschen weiter seitlich ist jetzt gerade, ne, kommt jetzt so ein bisschen weiter von der Seite hier, dann liegt das daran, hier so ein ganz klein bisschen umgebaut habe. Ja, genau. Aber viel ist es eigentlich nicht. Es sind eigentlich nur so 5 cm, aber na gut. Es macht sich halt so ein bisschen bemerkbar. Gut, ich bin schon im Meta drin. Und ja, wir gehen einfach mal runter, würde ich sagen. Ich gehe mal oben lang. Oh, oh, oh. Ein Angreifer, ich habe dich gesehen. Hier will ich doch gar nicht lang eigentlich, oder? Nee. Da müsste ich runterspringen. Das ist so eine ganz doofe Insel hier oben. Hängt hier so in der Luft? Oh je, oh je, oh je, oh je. Guck mal, da sind ganz viele Bewohner. Da werde ich mich mal von hier oben dran begeben. Was? Oh! Hä? Wo ist denn der? War da nicht gerade ein Gast? Könnte ich jetzt natürlich machen, aber dafür brauche ich dann erstmal was zum Draufstellen. Und das mache ich dann auch gleich richtig diesmal. Zwei. Ich habe jetzt gleich mal was zum Anlehnen hier geholt. Damit ich hier nicht unbedingt von allen vom nächsten Feuerstoß hier direkt runtergeblasen werde. Da kommen so 3-4 Stück, ne?
Bin jetzt mal ganz mutig, ich warte mal, bis sie alle da sind. Problem ist, wenn ich jetzt hier runterfallen würde, wäre ich auch sofort Geschichte. Da kommt der Nachteil. Da kommen nämlich Dorfbewohner mit einem Schießgerät. Und wenn der auf mich schießt, dann habe ich ein Problem. Dann schießt er mich hier runter. Eine Armbrust. Ja, ich habe das schon mal erwähnt. Hier kannst du anfangen und dann kommst doch eigentlich kaum zum Ende, weil ständig was nachkommt. Die Viecher spawnen ja auch immer wieder. Und hier ist relativ großer Freiraum. Das heißt, die haben ja auch hier eine relativ große Anlaufstrecke. Und das bedeutet dann halt, dass sie mich irgendwie hier immer weiter angreifen, aber im Moment scheint es geklappt zu haben. Baue ich das mal wieder ab. Im Moment scheint Ruhe zu sein. Und was ich hier noch so alles liegen habe. Erfahrung natürlich. Noch mehr Erfahrung. Das war jetzt mal eben ein halbes Level. Ein rohes Hühnchen? Wo habe ich denn das her? Hat's einen in der Tasche gehabt? Auch nicht schlecht. Die lassen die Hühnchen fallen. So, wie wir ja festgestellt haben, können diese Bewohner leider auch Türen öffnen. Und damit die mich hier nicht besuchen zur Schnecke machen, werde ich mir jetzt mal ganz schnell ein goldenes Rüstungsteil rausholen und das anziehen. Habe ich mir extra hierfür rausgesucht. Fertig gemacht. So. Okay. Was ich mit den Dingern mache, weiß ich noch nicht. Ich glaube, die tue ich erstmal irgendwo hier rein. Mal. Ruhe hier rausholen. Ecke. Kann ich mal das ganze Mobgerödel reinpacken? Dann nehme ich mir noch eine mit. Auch wieder mit. Und Betten natürlich. So viele sind das gar nicht mehr, ne? Mal wieder ein paar bauen.
Aber so ein bisschen mehr Holz wäre ganz gut gewesen. So und so. Fünf, sechs. Nehmen wir 8 Betten mit. Brauche noch ein bisschen Platz fürs Material. Und los geht's. Uah. Macht denn der hier unten? Ob der hat sich verfangen. Sehe ich die mal in groß? Cool. Echt cool aus. Das erste Mal, dass ich einen mit dem Schwert getötet habe. Sonst kommst du da ja auch nie dran. Wo fange ich jetzt am besten an? Gute Frage, nächste. Aber hier hinten hatte ich einen relativ wirkungsvollen Bereich. Ne? Hier ist ein Gang, genau. Und hier mache ich einfach mal weiter. Ach, guck mal. Kommt direkt wieder Lava. Irgendwie. Treffe ich die Position da oben nicht? Also. Das war nur ein einziger Lava-Block. Mehr war das nicht. Erz gefunden. Sehr schön. Aber leider noch keinen antiken Schrott. Mal hier mal nach oben so ein bisschen die Decke noch weg. Weil da oben habe ich halt auch schon öfter antiken Schrott gefunden. Und wo sich auch öfter was findet, das ist hinter diesem Kiesel. Ja, mal ein Riesenkiesvorkommen jetzt hier. Richtig was im Berg.
Da ist er. Da ist er. Freilegen. Ach, da sind sogar zwei. Cool. Ja, so muss das sein. Einmal gesprengt, ein bisschen gebuddelt und schon was gefunden. Hervorragend. Da ist er hin. Quatsch, da nehme ich natürlich auch noch mit. Hallo? Also es kann jetzt, dass ich jetzt hier so viel antiken Schrott finde, das kann eigentlich nicht dran liegen, dass die irgendwas geändert haben. Weil die Bereiche hier alle schon geladen waren. Das gehe ich davon aus. Mal schön der Reihe nach. Erstmal den Schwarzstein noch weg. So. Komme. Da oben. Was sind die? Gut. Beilegen hier. Dass ich das vorher gemacht habe. Oh. Das scheint aber von ganz weit oben zu kommen, hm? Da so. Oh, hallo? Boah. Zimt. Wollte doch nur... So, jetzt kann ich da einen hinsetzen. Das ist ein Lavablock gewesen. Hoffe ich. Schauen wir mal. Ja. Ich möchte auf gar keinen Fall diesen Schrott abbauen und dann auf einmal den irgendwie in so einer Lavapfütze verlieren oder so. Das wäre außerordentlich dumm. Drei schon. Das ist mal cool. Tür nehmen. Eine Höhe hier kriegen. Wer kann vom Erster liegen bleiben? So, jetzt haben wir schon mal wieder eine Angriffsfläche hier. Hier kann ich jetzt wieder sprengen.
Rechler machen. Oh, ich nicht. Bin sehr überfüllt. Jetzt kann ich wieder. Guck mal. Sammeln sich die Steine quasi von selbst. Oh, oh. Wenn der mir in den Rücken fährt, habe ich ein Problem. Die machen nämlich ordentlich Schaden. Nö. Gerade schon. Normal tun die mir doch nichts. Ah, bumm. Und durch Bettenexplosion werden die auch nicht aggro, in der Regel. Ist für die wahrscheinlich so ein natürliches Phänomen oder so. Moment. Hinter nix. Und da war ich schon. Hier war ich schon. Schon eine Höhle. Oh. Die machen im wahrsten Sinne des Wortes einen schweinemäßigen Schaden. Also Wortspiele. Bei diesem Steg zwischenweg. Wobei, hier scheinen wir wieder so ein bisschen massiver zu werden. Dann setze ich hier nochmal ein Bettchen an. Puh, fast tot. Das siehst du kaum bei diesem Grafikpaket. Naja, so, wieder voll.
Will nicht wissen, wie viel antiken Schrott ich hier bereits übersehen habe, nur dadurch, dass ich natürlich nicht überall bis zum Grundgestein runtergebuddelt habe und bis zur Decke natürlich hochgegraben habe. Ist halt so ein bisschen zufällig. Aber das ist nicht schlimm. Gar nicht mal so schlimm. Moment, Bett wollte ich. So, einmal gute Nacht, Bett. Boom. Gegenessen. Heidewitzka, ich glaube, da oben ist. Ich jetzt richtig geguckt habe, ist da oben antiker Schrott. Ja, glaube ich. Wenn es Kies wäre, wäre schon. Nee, das ist, glaube ich, Kies. Nee, das ist leider Kies. Ja gut, ich kann mich ja nicht beschweren, ne? Ich meine, teilweise war ich hier eine Stunde, zwei unterwegs, ohne auch nur einen Teil zu finden. Und jetzt habe ich ja schon drei Stück innerhalb der ersten paar Minuten hier gefunden. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Was? Der Krisenkiesel hier runtergeholt von der Decke. So. Jetzt gemacht. Falsche Taste gedrückt. So. Jo, Schwarzstein nehme ich natürlich wieder mit. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal ganz schnell ein bisschen Platz machen. Ah, ist antiker Schrott. So. Der bleibt auch mal schön brav bei mir. Als nämlich mit so einer Kiste mal was passiert, den auf gar keinen Fall verlieren. Mal so ein bisschen Licht. Bisschen düster hier in der Ecke. Oh! Chat war die ganze Zeit so leer. Hallo, morgen. So ein geiler Typ ist wieder da. Was macht die Kunst? Alles gut? Was ist der Text hinter mir? Du meinst den Chat? Den habe ich ausgemacht. Den Chat, den sieht man ja bei Twitch so. Also, wenn man sich das bei Twitch anguckt, das Video, dann der Chat, der läuft ja inzwischen immer mit. War noch so eine alte Einstellung, die wieder angegangen ist.
als ich den PC gewechselt habe. Ist mir aber auch erst später aufgefallen. Und wie geht es dir? Alles fein. Hast du gut geschlafen heute? Brenne. Ist er? Warum bin ich Feuer und Flamme hier? So. Jeschio gegrillt heute. Oh ja, das hätte doch mal was. Die neue Show, Grill den Yeshio. Jetzt wirklich, habe ich jetzt wirklich eine Kochsendung als Referenz genommen hier? Gott. Ah, ist wieder ganz viel Rieselkiesel. Da könnte auch wieder antiker Schrott hinter sein. Nehmen wir das mal wieder weg hier. Rieselkieselzeug. Hatte ja schon mal das Glück. Heute. Dreimal antiker Schrott schon zusammen. Geiler geht das doch kaum. Ich würde sagen, wir sprengen aber mal weiter. Buddeln kann ich noch genug. Wenn die Betten alle sind, ich mache mal hier oben das noch weg. Eben noch sammeln. Und ich glaube, ich muss mir gleich eine neue Truhe holen. Ich habe schon wieder ganz fleißig Ziegel gebrannt. Oh. Macht die Sau Schaden. Lala. Mal schnell was essen und dann die da hinten noch wegmachen, bevor die mich angreift. Oh. Das kann auch in die Hose gehen. Moin gebratenes Fleisch und Leder. Einmal Leder. Einmal? Hallo? Und der Rest? Hin. Er brennt noch eine Runde. Tatsächlich nur einmal Leder. Na gut. Ich kann damit leben. Jetzt gehe ich aber mal wieder hier so ein bisschen nach links rüber. Gucken, was es hier noch so gibt, Schönes. Bett.
hin. Volle Deckung. Da ist Schrott. Oh, da ist auch Lava. Aber ist nicht so fein. Warte mal. Gucken, dass ich die hier abdrehe. Ich hoffe, dass das nur ein Block ist. Yep. War nur ein einziger Lava-Block. Sehr schön. Machen wir erstmal hier die Ether-Rack weg. Haben wir unten drunter aus. Und der antike Schrott zu mir. 4 Stück. Wenn ich jetzt noch einen finde, kann ich schon wieder 2 Werkzeuge fertig machen. Ich habe ja noch 3-mal Netherit-Erz, also Netherit-Platten, habe ich ja noch. Ja, gehen wir mal hier so ein Stück zurück, ne, würde ich sagen. So, gucken, was hier noch so drin ist. Bin überfüllt. Ich baue hier schon mal ein Bett rein. Markiere das hier. Drei Fackeln und dann gehe ich mal kurz zurück. Zu meinem Zwischenlager hier, das sich wo befindet? Ich glaube hier die Richtung. Ja. Die Höhle, die hier unten entstanden ist, die ist schon so riesig, dass man sich hier schon verlaufen kann. So. Da passt auch noch was rein. Sehr schön. Ah, stopp. Gott, den tue ich mal hier rein. Das kommt da mit rein. Und hier müsste ich noch Platz haben für den Feuerstein. So. Einmal Truhe weg. Nochmal Truhe raus. Und weiter geht's. Da hinten, ne? Schon wieder so ein Schweinchen, siehst du? Brennt sogar ein Schweinchen. Da so. Noch eins. Hier war es doch. Die Sachen ins Feuer gefallen. So, jetzt. Ach nee, hier. Ah, guck. Sehr gut.
Hey, drüber ist, das sieht man in diesem roten Gefliege, was hier ist, dass oben drüber der Wald ist. Und da sind natürlich Schweine und also spawnen die natürlich. Und dadurch spawnen die natürlich auch hier unten. Weil die Höhe ist denen ja relativ egal. Die spawnen einfach. So, dann wollen wir mal hier an der angefangenen Stelle erstmal die Fackeln einsammeln. Nichts verschwenden hier, ne? Und stecken und bumm. Warum stehe ich immer im Feuer? Okay. War ein Loch durchgesprengt bis da vorne. Okay. Mich überzeugt. So, also, da ist schon mal nichts mehr hier. Dann kann ich jetzt da an der Wand weitermachen. Markies. Sagt, was ich schon öfter hatte, dass bei Kies dicker Schrott ist. Ich glaube, der ist von oben runtergefallen. Da wird nichts zwischen sein. Egal, habe ich wieder Kies. Hab ich halt wieder Kieselstein. Brauche ich ja auch für Beton. So, dann würde ich sagen, sprengen wir mal hier zwischendrin die Wand noch weg. Und machen hier einen ganz breiten Gang raus. Boom. Drauf. Das ist so cool. Jetzt muss ich aber, oh, muss ich aber nicht hier alles von Hand abbauen. Ich kann mir neue Betten holen. Jo, ich mal neue Betten holen. Die hätte ich mir ja eigentlich auch schon mal mitbringen können gerade. Ja, die Theorie, ne? Hier bin, dann lasse ich noch gleich was. Ja, so.
Und nehme mir wieder ein paar Betten mit. 6, 7, 8. Was? Oh je. Das ist eine ganze Herde. Ach du lieber Gott. Das ist böse. Zu viele. Das sind zu viele, das sind zu viele. Wo ich brauche eine flache Ebene hier. Jetzt geht das. Die sind ja hier vergleichbar mit den Goblins bei Dark oder auch mit den Schweinezombies. Hier. Wenn du einen angreifst, kommen sie alle. Ist auch so eine, ja, ich sag mal so, so eine Eigenart, die hast du nirgendwo anders, ne? Die hast du wirklich nur hier unten. Noch nicht mal die Enderman unterstützen sich so dermaßen. Die bringen natürlich einiges. Oh. Erwischt. Klein, komm auch noch. So, geschafft. Von meinem kleinen Überlebensturm wieder runter. Das war's, ne? Oder? 20 Schweinefleisch, 2 Leder. Okay. Ja, mit Leder sind die ein bisschen geizig. Ah, sehr geil. Baue ich das Bettchen mal dahin. Was war das denn jetzt? So, das nehme ich hier weg, hier vorne. Dafür haben wir die Turbospitzhacke.
Ja, da habe ich wieder Kiesel wegzumachen. Ah. Die Flamme gelaufen hier. So, jetzt kieseln das Ganze hier. Warum ist noch mehr? Da oben komme ich auch dran, ne? Einfach mal hier unten ein bisschen was weg. Und dann kann ich das wegmachen. So. Nee, da oben war aber auch nichts. Ich hab gedacht, über dem Kiesel wäre vielleicht noch irgendwo wieder antiker Schrott zu finden, aber nein, war da nicht. Es ist gut versteckt hier hinten. Sehr gut versteckt. Gung, gung, gung. Um. Was? So, und dann nehmen wir das Erzchen hier noch mit. Und da ist wieder Rieselkiesel. Eine gehörige Menge davon. So, komm, dann nehmen wir den Kiesel mit. Geht aus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob hier noch was drüber ist. Oder nicht. Es war ein Block, okay. Es war nur ein Lavablock. So. Nö, ist aber nichts. Ein Schrott dabei.
Also sprengen wir weiter. Jetzt sollte ich mal wieder was essen. Sonst bin ich gleich Geschichte. Geschichte? Oh. Da scheint ein etwas größeres Lavavorkommen zu sein. Da rieselt es ordentlich durch die Decke. Baue ich mich mal dem hoch. Drehe ich das mal hol. Zwar nur ein Lava-Block und das da hinten könnte auch nur einer sein. Könnte. Muss man jetzt erstmal wieder erstmal wieder dran kommen. Ja, das war schon mal nicht. Ne, da kommt er aus der Wand, kommt er. Wirklich. Kommt her. Na, okay, da scheint ein bisschen mehr zu sein. Dann baue ich das lieber zu und lasse das, wie es ist. Okay, an der Stelle wäre dann quasi mit dem Wühlen Ende, also an dieser bestimmten Stelle natürlich nur. Dann gehe ich in die andere Richtung weiter. Oh. So eine ganz dünne Wand drin. Die kann ich ja mal eben rausboxen. Auch noch eine Säule, die muss auch noch weg. Und jetzt brauche ich meine Truhe. Gnadenlos überfüllt hier. So. Aufsammeln. Und dann geht das hier weiter. Lava.
Hinten kommt sie her. Ah, siehst du, da war nämlich auch nur ein Lava-Block. Noch rausschießen. So. Oh, oh, oh. Trotzdem ich hier so viel wegsprenge, das gibt wieder Ether-Rack hier ohne Ende. Satt und schmutzig. Sammeln hier so. Wieder Schweinis. Ja. Eins. So, das greift mich schon mal nicht mehr an. Hinten ist zwar auch wieder eins, aber das ist weit weg. Außerdem ist das auf dem Rückweg. So, dann geht das hier noch mal weiter. Ein bisschen Bett habe ich ja noch mit. So ein bisschen. Schnell was essen. Mit Fleisch die Flammen ausschlagen hier. Wenn er durchgehen kann, so. Kein antiker Schrott. Okay. Aber wirklich gar nichts hier, ne? Null. Sonst hast du ja wenigstens mal so etwas größere Mengen Schwarzsteine, die man noch findet oder so, aber nichts. Ist einfach gar nichts. Na gut. Lass das mal so stehen. Moment, langsam.
Da hinten rieselt ganz viel Lava. Frage ist, habe ich die jetzt gerade freigelegt oder ist die schon länger frei? Anscheinend jetzt gerade, okay. Ja, okay. Da oben ist also mal hier so eine Barriere zwischen. So komplett ins Tal fließt hier, so. Und dann bleibt das halt, wie es ist. Ich glaube, wir kommen so allmählich hier so Richtung Lavasee. Dann geht es halt in diese Richtung weiter. Auch Lava. Aber das kommt alles nur aus einer einzigen. Aus einem einzigen Loch hier, ne? Irgendwie. Oder auch nicht. Na gut. Okay. Ordentlich am Tropfen. Dann wollen wir hier auch mal so eine Warnung an die Wand kleistern. Da nicht buddeln. Ach je. Da nicht buddeln, da nicht buddeln, da nicht buddeln. Nirgendwo darf ich mehr buddeln hier. Ist ja schlimm. Dann buddel ich hier. Dann wird hier gebuddelt. So. Noch ein bisschen Decke weg. So. Löchlein in die Wand. Oh. Herze. Ich glaube, wir machen die Höhle mal ein bisschen größer. Ein Bett ist noch da. Also ein Bett ist noch in der Tasche. Oh je. Oh je.
Ist die Wand sofort wieder inkontinent hier? Unglaublich. Ach je, ja, okay. Noch ein etwas größeres Lava-Vorkommen an der Stelle. Was essen? Bin schon wieder nur ein paar Herzchen vom Tod entfernt hier. Dann burn noch weiter. So. Noch ein bisschen Decke weg. Eigentlich schade, jetzt habe ich nämlich mal wieder Schwarzstein gefunden und kann ihn nicht abbauen. Aber den kann ich abbauen. Ja, Schwarzstein gehört mir. Da baue ich jetzt eine Barriere zwischen. Einer. Dann hier so mitten ins Grundgestein integriert. Unglaublich. So, sehr schön. Da kommt auch wieder Lava. Sehr schön. Ich gehe mal hier weg. Ecke hier, die ist irgendwie verflucht. Die will mich nicht. Bald habe ich hier so eine Höhle, die ist dann ringsrum, sag mal, oh, genau, die ist dann, die habe ich dann ringsrum mit Lavafluss oder so. Das ist egal, welche Richtung du guckst, überall fließt Lava runter. Würde ich mir so vorstellen. Wieder befüllt.
Jetzt gerade einen Nachteil, da sind Bewohner. Wenn ich da zu nah dran bin und dann so eine Kiste aufmache, greifen die mich direkt an. Hatten wir ja schon festgestellt. Die sind irgendwie allergisch auf diese Schulkerkisten. Das heißt, du kannst sie zeigen, du kannst sie vor die Nase stellen, aber sobald du sie bewegst, mögen wahrscheinlich das Geräusch nicht. Dann greifen die an. Na gut. Ich war ja eigentlich der Hoffnung, dass ich noch einmal einen antiken Schrott finde. Wenigstens, aber noch so ein bisschen Decke kaputt machen. Hi. Ich will mal. Okay. Wieder was gefunden. Mal die heiße Dusche abstellen hier und dann kann man ein bisschen gucken hier. Oh, viele Steine. Okay. Hier wird doch wohl noch irgendwo einmal ein antiker Schrott zwischen sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Meine Güte. Mal eben schnell was hin. Und schon wieder eine Truhe voll. Oder ist die war auch voll. Die ist auch voll. So, dann habe ich noch hier die Truhe Nummer 6. Die nehmen wir noch raus. Wieder eins der anders lustigen Schweine hier. So,
Das werde ich jetzt erstmal noch in die Truhe schütten hier. Sau behalte ich noch. Die kommt wieder weg. Und, oh. Ja, warte mal. Ich glaube, ja, da sind sie. Ich habe die Endertruhen damit reingeräumt, ich doof. Oh, hallo? Nö. Alter Schwede. Ach ja, die mögen das Geräusch von den Truhen nicht. So krass. Okay, also. Dann kann das hier rein. Dann hier rein. Dann weg. Genau. Jetzt aber. Ein bisschen gebuddelt. Irgendwo muss doch noch Schrott sein hier, das gibt's doch nicht. Und Erz. Coole Sache. Oh, meine arme Spitzhacke. Die geht gerade so böse in den Keller. Hi. Aber jetzt ist wieder alles gut, ne? Willst du Gold haben? Nee, kann jetzt keine bauen. Okay. Um Goldklumpen, da brauche ich ein bisschen mehr für. Bin ich wieder unterm Wald. Mal wieder an diesen roten Partikeln, die hier fliegen. Das heißt, jetzt kommt auch von oben keine Lava mehr, ne, eigentlich. Oh, da ist viel Kiesel, sehr schön. Oh, hallo. Wollte dich nicht hauen. Ja, weg.
ich dich vielleicht doch noch irgendwie mit der Schippe oder so. Das ist nicht gut. Ja, hast ja gewonnen, komm. So. Wenn er nicht beiseite gehen will, dann muss er eben weggemacht werden. Gerade bei Weg sind. Hätte gern noch einmal Antika. Da oben. Da. Oh! Sammeln, sammeln, sammeln. Antiker Schrott als Korken für. Habe ich den jetzt? Antiker Schrott als Korken für Lava. Das ist krass. Oh, das mal direkt wieder zu. Das Loch. Das ist natürlich cool. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt fünfmal antiken Schrott gesammelt habe, kann ich mit den drei, die ich schon habe oder hatte, zwei Teile aufwerten. Noch eben weg hier. Freischwebende Käse hier eben noch wegmachen. Oh. Geh weg! Weg von mir! Essen. Oh. Die sind so krass, die Viecher. So, sehr schön. Eingesammelt hier den Rest. Und dann gehen wir mal so langsam zurück. Oh, wieder befüllt. Werf das mal raus. Kann ich das Fleisch wenigstens noch mitnehmen? Feuerstein habe ich genug. Ich habe ja mal früher mit so einer Hacke mit Glück 3 Kies abgebaut, ist häufig, also häufiger Kies abgebaut, und da kommt dann ungefähr sowas bei raus, wie du baust 100 ab und also 100 mal Kies ab und erhältst 99 mal Feuerstein und einmal irgendwie Kies. Es ist einfach nur krass gewesen. So.
Ja, und da kann der Rest rein. Ja, kommt natürlich dahin. Kommst mit. So. Dann würde ich sagen, nichts wie zurück. Wie nehme ich denn? Außenrum, innenrum? Alter Schwede, erschreck mich doch nicht so, blödes Vieh. Meine Güte. Was Trainer dabei? Verbrannt. Ah, das ist blöd. Ein Magma. Ich mag Magma. Magma. Sehr schön. So, das haben wir auch. Dann nehmen wir jetzt den schönen langen Gang. Ah, durch die Stadt oder direkt zum Lager? Direkt zum Lager. So, und einmal runter zum Lager. Sortieren kann ich gleich noch. Jetzt muss ich erstmal für 3 bis 5 Minuten in den Hintergrund. Ich brauche zwingend einen neuen Kaffee und so ein paar Flüssigkeiten entsorgen müsste ich auch. Also würde ich sagen, wir sehen uns in 3 bis 5 Minuten wieder. Bis gleich.